Und ich wollte gerne Herrn Dimitri Sommer, habe ich am Telefon? Ja, einen Moment bitte. Danke. Sommer, hallo, wer ist da? Mein Name ist Michaela Neumann von Bösche Direkt. Na, wie kann ich Ihnen helfen? Es geht nochmal um einen angekündigten Rückruf, weil Sie hatten ja bei einer Umfrage mit teilgenommen und dabei auch unseren Traumjoker für einen Monat gewonnen. Deshalb melde ich mich heute auch nochmal zurück. Was habe ich gewonnen? An einer Umfrage haben Sie teilgenommen. Ja, das habe ich verstanden. Genau, und dadurch haben Sie hier den Traumjoker für einen Monat gewonnen. Oh, was heißt das? Was heißt das? Klingt sehr gut. Ja, wollte ich gerade erklären. Ah, deshalb melde ich mich ja heute nochmal. Ich habe Traumjoker gewonnen. Ja, bitte. Dadurch, ich muss den Nachnamen nicht machen. Hier, und dadurch haben Sie hier auch schon den ersten Treffer gelandet und sind auch ab sofort gewinnberechtigt, weil dieser Traumjoker, der beinhaltet die große Chance auf bis zu 50.000 Euro. Also das heißt, eine 10-Jahres-Rente von monatlich 5.000 Euro. Alter, ist das krass, blöd. Das Geld kann man immer brauchen, das finde ich super. Genau. Und das Schöne, diese Renten sind natürlich dann auch für Sie steuerfrei und auch vererbbar. Ne? Und diese Ziehung geht dann ja auch ab 1. April auch los, bis 30. April. Also einen ganzen Monat können Sie die 10-Jahres-Rente gewinnen. Sauber. Finde ich super geil. Vielen lieben Dankeschön. Ne? Und da kriegen Sie dann ja von uns auch ein Gewinnzertifikat nach Hause. Ein was bitte? Und da habe ich ein Zertifikat. Okay. Ne? Nach Hause und da habe ich hier die Adresse, das ist in Alt-Moabit 122a. Da. Und das ist in 10559 in Berlin, ja? Berlin, Ghetto City, richtig. Ja, und Herr Sommer, dann bräuchte ich da nochmal von Ihnen das Geburtsdatum, bitte. Was brauchen Sie? Das Geburtsdatum. Ja, ich weiß doch Ihr Geburtsdatum nicht. Nee, von Ihnen. Ach, von mir? Also 1. April 87. 1.4. und dann 87, ja? Da. Und wann haben Sie Geburtstag? Ein bisschen eher, ich hatte gerade im Februar. Ah, jetzt kann man noch gratulieren? Ja, könnte man noch. Herzliche Grüße. Soll ich Sie ein Lied singen auf Russischen? Dankeschön. Kalinka, Kalinka. Achso, ja, alles klar. Sollen wir das zusammen singen? Weil ich habe ja auch so viel Zeit habe ich nicht, dass wir das singen können. Haben Sie Druck bei Arbeit? Müssen Sie vieles abschließen machen? Nee, aber ich muss ja nicht, dass ich nachher Ärger kriege, das muss ja auch nicht sein. Dann werde ich Sie verteidigen, weil Sie machen gute Kundenservice, da dürfen Sie keines Ärger bekommen. Ja, aber ich muss mich ja auch annehmen. Man muss es ja auch nicht übertreiben. Wie viele Leute müssen Sie anrufen bei 1 Stunden? Das ist unterschiedlich. Das kann ich Ihnen jetzt nicht sagen. Das geht ja auch unter Datenschutz. Ne? Also, das ist haben Sie denn, Herr Sommer? Wen Sie anrufen? Das will ich ja gar nicht wissen. Obwohl, ja, vielleicht geben Sie dann was von dir im Geld ab. Das könnte ich haben. Kriege ich ein paar Telefonnummern? Wir bleiben mal bei den Tatsachen, ne? Und ich wollte nochmal fragen, haben Sie sonst auch eine E-Mail-Adresse? Ja. Dann können wir Ihnen ja den Traumjoker auch per E-Mail zukommen lassen. Das ist bigdickdimitri@gmail.com. Oh, ne, so schnell bin ich mir auch nicht. Also, wie war das erste nochmal? Big, wie groß? Also, B-I. G. Und dann Dick, ja. D-I-C-K. B-I-C-K, ja. Und dann Dimitri. Mit Punkt irgendwie zwischen denen, ne? Nein, oder? Ein Wort. Big Dick Dimitri. Groß und lang zusammengeschrieben. Dimitri. Ja. @gmail.com. @gmail.com. Da. Okay, dann haben wir das. Soll ich gleich hin? Dann muss ich Computer anmachen. Nein. Nicht überstürzen. Ach so. Ich habe das ja noch gar nicht fertig gemacht, ne? Deswegen muss ich auch erst. Genau. Und da drücke ich Ihnen auf jeden Fall die Daumen. Das mache ich. Ne? Ja, und damit der Glücksfaden auch bei Ihnen nicht abreißt, habe ich hier noch eine tolle Überraschung für Sie. Da. Weil die NKL, die feiert ja hier auch über 70 Jahre Glück. Ja, mit Ihrer persönlichen Glücksnummer durch diesen Traumjoker haben Sie hier das Privileg, an der größten Bargeldausschüttung aller Zeiten teilzunehmen. Und diese Ziehung geht dann auch ab 1. April auch erst los, 1.4. bis 30. September geht diese Ziehung. So und da geht es hier um...
Ja, na, so eine Ziehung geht immer über 6 Klassen. Na, also eine Klasse ist immer 1 Monat, also 6 Monate. Klassen, was bedeutet? Ich habe nicht viel Ahnung von der Thematik. Was ist, na, sag ich ja, eine Klasse geht immer 1 Monat. Da. Also praktisch bis September geht diese Ziehung. Ich verstehe. Na? Und da geht es hier um 1,4 Milliarden Euro auf limitierten 3 Millionen Lose. Wie und wie Sie hier deutlich... Wie viel Geld sagen Sie, wie viel? 1,4 Milliarden Euro. Also auf Milliarden, da? Milliarden, richtig, auf limitierten 3 Millionen Lose. Und wie Sie hier bemerkt haben, ist deutlich mehr Geld vorhanden als Lose. Da. Ja, weil wir möchten ja, dass jeder Teilnehmer, so wie Sie, auch gewinnt. Okay, ja. Und kriegt dann jeder seine Teil von das 1,4 Millionen? Also muss ich... Ja, die müssen wir ja ausspielen, Herr Sommer. Ja, das habe ich ja verstanden. Also muss ich 1,4 Millionen durch 3 Millionen teilen und dann weiß ich, was ich kriegen oder wie wird klappen? Das wird ganz anders ausgeschüttet, weil Sie werden ja nicht mehr einmal am Tag gezogen, Sie werden ja gleich 100 Mal pro Tag gezogen. Okay. Ne, bei Sonnenziehung machen wir zum Beispiel alle 10 Jahre. Ach und so. Hier, ja, ja. Und hier schicken wir auch jede Menge Sachpreise auch ins Rennen. Die Autos, jede Menge Traumreisen, Traumhäuser. Und auch sogar in der ersten Klasse, also gleich zum Beispiel am 17.04. Da. Haben wir für Sie eine Kreuzfahrtziehung für Sie dabei. Das heißt, das sind 300 Reisen A für 2 Personen im Wert von jeweils 12.000 Euro. Und Sie haben hier sogar die Chance, exklusiv Besitzer einer eigenen Privatinsel zu werden. Eine Insel? Und das ist auch, wie bitte? Eine Insel? Eigenes Insel? Ja, eine eigene Privatinsel und das ist auch nochmal ein wahrer Traum im Wert von 3 Millionen Euro. Wo ist das Insel? Ist das hier bei richtig schönem Wetter oder bei Moskau? Nee, bei richtig schönem Wetter. Wo denn? Na, wo das ist, kann ich Ihnen jetzt, also alles kann ich Ihnen jetzt nicht aufzählen. Weil das ist so 2-3 Monate, da habe ich so eine Dokumentation bei TV gesehen, da ist so ein Typ so von so britischen Spezialarmeekräften, der ist nackt von einem Boot gesprungen und hat sich mit Kamera so selber gefilmt, wie hat er 60 Tage auf so einer Insel gelebt. Und das Leute von Big Dick Dimitri Fanclub, die fänden das bestimmt auch toll, wenn ich da rumlaufe und nur Kamera nehme und dann filmen. Ach so. Nee, also das ist schon so. Ich habe bei YouTube so Survival-Kanal, weißt du, ich mache so Review von Tomahawk und Kalaschnikow und solche Sachen. Und wenn ich sowas auch machen könnte, das wäre richtig krass. Na, ich glaube, das ist in einer warmen Gegend. Ja, das ist ja auch warmes Gegend da gewesen, sonst kann der ja nicht nackt von Bord hüpfen, wenn nee, da ist Eisschollen in der Nähe. Ich glaube da aber nicht, Herr Sommer. Ne? Keine Eisschollen? Nee, ich glaube nicht. Das ist auch als eigene Insel. Wissen Sie, wie groß ist das Insel? Herr Sommer, ich würde Ihnen gerne erstmal erklären. Da, ich höre fleißig zu. Ich habe schon 2 Zeilen geschrieben. Ja, und wie ich ja sagte, jeder Gewinn ist hier höher wie der Loseinsatz, weil alle Gewinne werden ja hier auch staatlich garantiert auch ausgespielt, weil wie ich ja schon mit Eingang sagte, sie werden ja nicht nur einmal am Tag gezogen, sie werden ja gleich 100 Mal pro Tag gezogen. Das finde ich gut, weil normal werde ich immer nur durch den Dreck gezogen, da kann man ja auch mal was Schönes erleben. Ja, richtig, genau. Und dadurch haben wir dann, denke ich mal, eine gerechte Gewinnverteilung und wenn sie persönlich da auch 2-3 Mal mit jeweils 10.000 Euro freuen sie sich ja auch drüber, ne? Ja, natürlich, wer würde sich da nicht drüber freuen? Genau, und da haben sie mich zusätzlich auch, Herr Sommer, als ihre Glücksfee mit dabei. Da. Ne? Da können sie sich auch gerne meinen Namen mit aufschreiben, damit sie denn wissen, wer die Glücksfee auch ist. Haben sie da was zu schreiben? Ja, ich habe ja schon 2 Zettel vollschreiben mit ganzen Sachen, was sie mir sagen. Dann darf ich Glücksfee zu ihnen sagen. Ja, natürlich dürfen sie. Und mein Name ist Neumann. Da. Und wenn Sie meinen Vornamen auch wissen, genau. Gerne. Mein Vorname ist die Michaela. Ich bin Dimitri, freut mich kennenlernen zu machen. Genau. Ja, und diese Ziehung geht dann auch ab 1. April auch erst los. 1.4. Ne? Aber ist das gut, beides Tag zu machen, wo man immer das andere Leute verarschen, weil 1. April ist ja immer Spaßtag. Kann man da Glücksspiel machen? Ja, ist richtig. Ist aber kein Spaßtag. Ah, okay. Ne? Also nicht, dass die dann sagen, wir haben dich verarscht schon 2 Monate vorher.
Nee, das ist schon richtig, deswegen sage ich ja, ist nicht, dass wir sie jetzt irgendwie ärgern möchten. Weil ich habe auch so einen Kumpel, der hat so YouTube-Kanal, der versucht immer mich zu verarschen, weil der macht so Videos, wie der Leute verarscht, nicht, dass ich dann bei Internet lande. Aha, nein, da auf jeden Fall nicht. Ach, okay. Also, Mann, ne? Hätte ich ja das sagen natürlich auch nicht. Nee, auf jeden Fall ansonsten nicht. Ansonsten möchte ich, wenn das noch ein Video ist, möchte ich Lennart Erbgut grüßen. Ach so, nee, das werden sie auf jeden Fall nicht, Herr Sommer. Okay. Ne? Kann ich schon mal beruhigen, genau. Und wie ich sagte, ab 1. April geht's los und da haben wir dann versucht, auch optimale Gewinnbedingungen zu schaffen. Da. Also einmal haben wir unser Einsteigerpaket, das beinhaltet hier, das sind 5 Losnummern, haben sie eine Top-Treffer-Chance über alle Klassen von über 95%. Da sind sie dann mit monatlich 50 Euro dabei. Oder auch unsere goldene Mitte, was zum Beispiel meine persönliche Empfehlung ist. Da sind sie dann mit 6 Losnummern dabei, haben sie eine Top-Treffer-Chance über alle Klassen von über 98%. Da sind sie dann mit monatlich 60 Euro dabei, also 2 Euro am Tag. Das sind dann 60 Euro im Monat. Da. Oder es gibt natürlich auch welche, die richtig sagen, okay, nee, wenn, dann lasse ich es richtig krachen. Dann haben wir unser großes Profi-Paket. Profi. Entschuldigung. Oh, da sind sie dann mit unserem... Krank, mein Glücksfee. Nee, das war nur irgendwie ganz kurz bloß. Sonst werde ich für russische Soljanka kochen, das wird sehr helfen. Die habe ich gestern schon gegessen. Da, woher haben Sie russische Partner? Also wir haben das durch, weil eine Arbeitskollegin Geburtstag hatte und die hatte da noch einen ausgegeben und dadurch haben wir dort nochmal, hat sie gesagt, dann bringst du uns was Warmes. Ah, ist das Kollegin von Russland? Ja, vom Unternehmen, genau, richtig. Ne? Das ist und ja wie ich sagte, das große Profi-Paket, da profitieren Sie dann von 7 Losnummern, haben Sie eine Top-Treffer-Chance über alle Klassen von über 99%, also mehr geht nicht. Und da sind Sie dann mit monatlich 70 Euro dabei. Da, und wenn so, ich sage, ich möchte nur für das Insel spielen, weil das andere ist mir ja egal, weil da kann ich richtig in die Trends kommen mit. Naja, aber hier wäre doch auch schön, wenn Sie den Geldbeutel dann noch ein bisschen mehr auffrischen können. Das ist richtig, deswegen, aber wenn man sagen kann, Insel oder Geld, will ich Insel haben, weil was bringt mir ein Geldbeutel, wenn kann ich keine Insel kaufen, weil alle Insel schon bei Internet verlost wurden. Weil gibt nee, sie werden ja von uns... Mehr. Weil es gibt ja nicht unendlich viele Inseln, aber Geld kann man drucken. Also dann nehme ich eine Insel. Naja, sehen Sie. Und deswegen muss man doch mitspielen, sonst kann man die Privatinsel doch gar nicht gewinnen. Da, oder auch. Kann man auch nur für das Insel spielen? Nee, also da müssen sie denn schon, weil das sind ja nicht nur Sachpreise, es sind ja auch Bargeld, was sie abräumen können. Es sind beide Sachen. Dabei ist das nicht, haben Sie nicht gesagt, verschiedene Klassen, kann man nicht sagen, Big Dick Dimitri spielt bei Inselklassen? Nee, wenn, dann muss man das schon, weil das sind ja beide Sachen. Deswegen geht es ja auch im April auch erst los. Ah, und ne? Wie viele andere Leute muss ich um das Insel kämpfen? Ist das dann wie bei Minecraft Battle Royale, dass da ganz viele Leute mitmachen? Nee, dürfen ja gar nicht. Hier sind in dem Moment nur die einen Traumjoker haben. Dadurch haben wir auch nur limitierte Lose, wenn weg, dann weg, ne? Ah, und bin ich dann alleine bei Spielen oder in einer Gruppe? In eine etwas kleinere Gruppe. Was heißt kleiner? So klein wie Big Dick oder wie Dimitri? Also es sind nicht Millionen Leute daran, dürfen auch gar nicht, weil erstmal haben wir ja gar nicht denn so viel Lose. Das habe ich dann verstanden, aber ist das einzelnes Lottospiel oder habe ich so Tippgemeinschaftung? Nee, mit Tippgemeinschaft können Sie das nicht vergleichen. Aber na? Es ist eine oder nicht? Wie bitte? Muss ich teilen, wen habe ich Insel gewonnen? Oder Geld gewonnen? Muss ich anderes was abgeben? Also hier haben Sie zwei Möglichkeiten. Da. Die 10 Jahre Rente zu gewinnen und bei dem Sonderspiel dabei zu sein, weil so eine Ziehung wird alle 10 Jahre gestartet. Das habe ich verstanden. Sonst müssen Sie nämlich wieder alles, also 10 Jahre warten, bis so eine Ziehung gemacht wird. Ja, aber muss ich, wenn ich bei dieser legendären Epic-Ziehung was gewinnen, muss man dabei anderes Teilnehmer was abgeben oder ist das nur Geld für Big Dick Dimitri? Na, Sie müssen schon ein wenig abgeben, also, ne, weil das kommt ja auch immer drauf an, welches Lospaket es ist. Da, ne? Okay. Wie viel muss man bei Best abgeben? Sie müssen abgeben? Nicht. Wie viel muss man ein bisschen, weil Sie müssen es ja auch nicht mit, weiß ich, viele zig Leute teilen, also mit 100.000 oder weiß ich wie viel, nein. Ne, 3 Millionen haben Sie gesagt, richtig?
Wir müssen die 3 Millionen ausspielen, richtig. Genau. Weil es geht ja um 1,4 Milliarden Euro, richtig. Mit wie vielen Leuten? Aber ich möchte doch, Sie reden immer andere Sachen, also was möchte ich fragen? Mit wie vielen von den Leuten, von diesen 3 Millionen, mit wie vielen muss ich mein Geld teilen? Oder von wie vielen anderen bekomme ich Geld? Deswegen sagte ich ja, das kommt drauf an, mit welchem Lospaket Sie spielen möchten. Das versuche ich Ihnen ja krampfhaft beizubringen. Den Beste bitte. Ja, also mit dem Kleinen, mit den 50 Euro denn, ja? Nein, das Beste, das Big Dick Paket für Big Dick Dimitri. Also entweder mit 50 Euro, mit 60 oder mit 70? Das mit 7 Paketung. Also mit 70 Euro? Da. Okay, dann müssen Sie das in dem Moment durch, weil das ja sind ja hier ein 16, also mit 16 Leute teilen. Okay, auch das Insel? Na? Wie bitte? Muss ich dann mit 16 Leuten auf der Insel leben? Ja, und das Loszertifikat und Gewinnplan bekommen Sie alle schriftlich. Okay. Ne? Ich verstehe. Und der Einsatz, der Teilnahme wird ja auch ganz unkompliziert, auch monatlich dann vom Konto auch eingezogen. Und sind Sie da dann bei der Sparkasse oder bei der Volksbank? Nee, ich habe ein Konto bei Schweiz drüben. Und hier auch in Deutschland eins? Ah, ja, das ist aber gesperrt worden. Ich glaube, da kann ich nichts mitmachen. Wieso wurde das gesperrt? Also ich verweigere die Aussage aufgrund der Gefahr, mich selbst zu belasten. Ach so, na, das Schweizer Konto kann ich hier aber nicht angeben. Bei Moskowia, können Sie das nehmen? Wie bitte? Moskau. Russischen Konten, kann man das machen? Sonst muss in Deutschland sein, Herr Sommer. Kann ich das von einem Kumpel nehmen? Wo haben Sie vorhin mitgesprochen, wenn der ist einverstanden? Ich bräuchte da denn die Kontonummer, Bankleitzahl. Das kann damit das denn auf dem. Ich hol den mal. Ja. Ich gib mir dein Konto. Fragen Sie mal. Aber meine ist doch gesperrt worden, Blätter. Ja, hast du nicht gehört mit Inselblätter? Ja, gib mir das her. Ich gebe dir ein Joghurt und 5 Euro dafür. Komm her, das kann. Was soll dir passieren, Blätter? Das ist Deutschland, Mann. Da kann man nicht. Du bist hier nicht in Indien, wo die dein Konto leer machen, Blätter. So, der holt das eben. Der holt das. Ach so. Ja, okay, danke, dann warte ich. Oh, ich freue mich da richtig drüber. Und wann ist das Gelosung von der Insel? Weil das kann man ja nicht jeden Tag machen. Sie haben ja wahrscheinlich nur eine Insel. Sie werden auch von uns, Herr Sommer, immer von uns informiert, wenn Sie gewonnen haben, dass wir Sie benachrichtigen. Da, und an welches von den Tagen geht es um das Insel? Wann wird das sein? Das wird die Siegfried, wir können Sie auch jeden Tag anrufen. Weil wir haben ja Telefonnummer sowie auch Ihre E-Mail-Adresse. Ne? Da wollen Sie jetzt jeden Tag bei mir anrufen? Wenn Sie jeden Tag gewinnen, dann auf jeden Fall, damit wir uns gemeinsam freuen können, Herr Sommer. Ach so, und wie viel Provision kriegen Sie, wenn wir gewinnen? Das weiß ich selbst nicht, Herr Sommer. Das wissen Sie nicht, wenn Sie keinen Arbeitsvertrag kriegen bei denen? Das wird nicht nach Provision bezahlt, Herr Sommer. Ne, ich meine, wenn bei 16 Leuten, muss man ja teilen. Und was werden Sie bekommen? Ich bekomme keine Provision. Oh, das ist schade. Sehen Sie. Das finde ich nicht gut, weil ich finde immer, man muss ehrlich sein oder gerecht, ich weiß gar nicht, wie sagt man bei Deutschland. Bei Russland sagt man Klavkalasch. Kennen Sie Klavkalasch? Gehört habe ich es mal, aber ich konnte es nicht so richtig zuordnen. Sie können sich vielleicht... Vielleicht können Sie nach Ihres russischen Kollegen fragen. Klavkalasch. Ich finde das deutsche Wort nicht dafür. Sie wird wissen, was ich meine. Ja. Ich weiß, was du meinst. Können Sie aufschreiben, Klavkalasch? Ja, habe ich. Super. Ja, da gib mir das Karteblatt. Ich habe nicht ganze Tage Zeit. Ich muss Nudeln machen. So. Nee, ist richtig. So, ist Ihr Partner oder Freund denn soweit? Blätter, das ist der Postbank. Dein Postbankkarte. Das Blaue und Gelb dran. Ja, der bringt mir sein Krankenkassenkarte. Was soll ich da? Beruhig dich. Zieh dir die Hose wieder hoch, bring deine Bankkarte. Alles andere bringt. Was soll ich? Ich kann dir kein Paracetamol überweisen mit deiner Krankenkarte hier. Was ist dein Problem, Zucker? Hast du zu viel getrunken gestern? Also darf ich Sie guten Rat geben? Ziehen Sie nicht zusammen mit einem Mensch von Indien. Die sind manchmal Verrückten.
Richtig. Es ist schon ein lustiges Typ, aber kannst du dir sagen, kannst du das sagen? Einmal habe ich den bei Samstagmorgen, sagst du, gehst du Brötchen holen, wir den Geld geben, weil wir haben einen Tag zuvor gesoffen wie das Kamelen und er kommt wieder, bringt ein Tütes Nudeln. Sag, blöd, was soll ich mein Nutella auf Nudeln drauf machen oder was? Der hat zwei Packungen Nudeln bringen und guck dann selber, wie so Spaghetti, wie der steht bei der Tür drinnen. Ich habe gedacht, was ist denn das? Richtig, richtig. Verlass dich auf jemanden und du bist gelassen. So sagt man doch, oder? Klar, ja, ich bin immer lustig. Ja. Ich bin Clown bei Berufen. Das ist richtig schön, Ihnen zuzuhören, Herr Sommer, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Das sagen andere Leute auch immer. Ich habe sogar schon Leute, weil ich habe ja gesagt, ich bin ja Clown bei Berufen, ich mache so Comedy-Sachen. Und es gibt schon Leute, die sagen, die hören meine Sachen an zu einschlafen. Ich finde das richtig toll. Ich finde das richtig super. Ja, schön. Also ich konnte jetzt nicht irgendwie einschlafen. Das war richtig lustig. Na, dann bin ich wenigstens nicht langweilig, aber sie bieten ja auch gute Unterhaltung. Ja, nee, ist richtig. Finde ich auch. Deswegen. Das ist gut. Das ist gut. Genau. Wie lange machen Sie das da schon, junge Frau? Ja, schon eine ganze Weile und man macht Spaß. Das macht Spaß? Ja. Wirklich? Ja. Und weil ich habe es öfter mal, wenn man anruft bei das Telefon oder Internetanbieter, das Leute am Telefon, die klingen immer tot traurig, als würde man die nur mit Drogen am Leben halten. Ach so, nee. Und wenn man dann so fragt, dann sagt die, ja, ist nicht beste Arbeit. Die dürfen ja nicht frei sprechen, sonst kriegen die mit Peitsche. Ach so. Glaube ich. Kann ich mir vorstellen. Es ist auch bei jedem unterschiedlich. Also ich kann mich jetzt nicht beklagen. Ne? Kann ich mir vorstellen. Aber wenn Sie sagen, Sie machen das schon länger. Sie haben gesagt, das ist alles 10 Jahre ist das Ausgelosung, richtig? Ja, die Sonnenziehung machen wir alle 10 Jahre, richtig. Wie kann das dann sein, dass ich in den letzten 2 Jahren mit genau das gleiche Anruf, was Sie machen, schon 2-mal angerufen worden bin? Mit 3 Millionen Teilnehmern und 1,4 Milliarden mit den gleichen Lospaketten zu den gleichen Preisen. Wenn das ist nur alles 10 Jahren, ich habe schon 2-mal das gleiche Anruf bekommen. Ich glaube, ich habe sogar schon mal mit Sie gesprochen. Nee, mit mir auf jeden Fall nicht, sonst könnte ich mich daran erinnern. Auf jeden Fall. Ich rede ja nicht immer wie ein Russe, weil manchmal spreche ich wie eine Inder. Und manchmal spreche ich wie ein alter Mann. Also das kann, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir schon mal gesprochen haben. Kennen Sie Hans Maulwurf? Nein, wir haben mit Sicherheit nicht miteinander gesprochen. Dann hätte ich sonst auch gar nicht Ihre Unterlagen mehr hier vorliegen. Naja, das ändert sich ja immer wieder, weil wir sind ja im Prinzip, wir machen ja so eine Aufklärungskampagne, wie das mit den Telefonanrufen so abläuft. Und wir haben Sie schon ein paar Mal da erwischt, dass Ihre Firma solche Behauptungen aufstellt, die gar nicht wahr sind. Welche Behauptungen denn bitte? Naja, dass das nur alle 10 Jahre stattfindet. Dabei werden die Leute seit Jahren mit immer der gleichen Masche angerufen. Das ist einfach so, wie der Roland sagen würde. Das stimmt zum Beispiel schon mal gar nicht. Sehen Sie? Na sicher, Sie können ja einfach... Und von welchem Unternehmen wurden Sie angerufen? Da gibt es auch noch mehr Lotterien, nicht nur unsere Lotterie. Naja, das ist ja... Sie sind ja das einzige Lotterieunternehmen, das bei diesen Datenhändlern im Internet Gewinnspieldaten einkauft. Da stehen ja immer nur Sie drin. Das sind ja dann diese Seiten... Da steht nicht immer nur wie... Nein, da lügen Sie doch jetzt. Da gibt es ja diese Seiten, da sagt man, hier tragen Sie sich ein, da können Sie eine Probepackung Nivea bekommen. Nicht. Und wenn man dann da auf das Häkchen klickt, dann sind Sie da als Sponsor hinterlegt und Sie kriegen die das Daten. Das stimmt doch jetzt gar nicht. Nein, da sind Sie jetzt auch falsch informiert. Nein, ich mache da Videos drüber. Ich weiß das genau. Welche Videos denn? Was für eine Videos denn? Ich habe doch jetzt mit den Videos, also jetzt bringen Sie eine Sache zur anderen Sache, was überhaupt nicht miteinander zu tun hat. Sie können ja mal bei YouTube eingeben, Datenfallen erkennen. Da wird genau gezeigt, wie Firmen wie Sie an die Kundendaten kommen und mit immer der gleichen Masche da anrufen. Welche Masche denn? Was mache ich denn für eine Masche? Jetzt erzählen Sie ein bisschen Quatsch, glaube ich. Nein, überhaupt nicht. Sie rufen ja an, sagen, das ist was ganz Tolles, das gibt's nur alle 10 Jahre. Dabei werden tagtäglich Leute damit angerufen, und zwar seit 10 Jahren. Nicht seit 10 Jahren, das stimmt doch gar nicht. Ja, dann halt seit 4 oder 5 oder wie auch immer. Zumindest findet das nicht alle 10 Jahre nur statt. Herr Sommer, jetzt muss ich dazu, muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich das jetzt echte Schweinerei, was Sie mir da ein bisschen erzählen wollen, ne? Ich wünsche Ihnen noch was und ich wünsche einen schönen Tag für Sie. Möchten Sie Kamele kaufen?
scheinbar nickt.